Pünktlich zu ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp veröffentlichte Jasmin Herren einen Song. Die Single Du lebst in mir widmete sie ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Mann Willi Herren. Das sorgte für Gegenwind in den sozialen Medien. Ihr werde vorgeworfen, sie mache jetzt auch noch Geld mit ihrem Mann. In ihrer Instagram-Story machte sie nun eine klare Ansage zu diesen Vorwürfen. Das ist meine Leistung, ich habe die erbracht und genauso wie alles andere, was noch kommt, das sind meine Ideen, ich habe die umgesetzt, ich habe sie bezahlt von meinem Geld. Sie macht deutlich, dass sie eine selbstständige Frau ist und finanziell unabhängig, denn sie sei schon immer berufstätig gewesen. Schon seit ihrem 10. Lebensjahr stehe sie auf der Bühne. Auch zu der Kritik an ihrer Gesangsstimme äußerte sich die 43-Jährige. Sie bezeichne sich selbst nicht als Sängerin. Es gebe durchaus Menschen, die besser singen als sie, aber auch welche, die schlechter singen. Und es ist sogar meine Stimme. Jasmin Herren ist als Kandidatin beim Dschungelcamp 2022 nachgerutscht. Am vergangenen Samstag wurde sie vom Publikum rausgewählt.